Die Grafik von 2020 zeigt die Nettostromerzeugung aus Kraftwerken zur öffentlichen Stromversorgung. Man sieht, dass es mehr erneuerbare Energie gibt und dass die Herstellung von nicht erneuerbarer Energie immer mehr zurückgeht. Vor allem durch Windkraft wird erneuerbare Energie erzeugt. Heutzutage steht es schlecht um unseren Planeten, auch wegen des Klimawandels. Schon jetzt setzen sich vor allem viele Jugendliche für die Umwelt ein. In den nächsten 20 Jahren wird sich die Welt jedoch durch unsere Entwicklung positiv verändert haben. In 2040 wird es nur noch umweltfreundliche Autos geben. Jedoch muss die Stromerzeugung auch CO2-neutraler werden. Dies wollen wir erreichen, indem wir alle bisherigen nicht erneuerbaren Energien abschaffen und durch die D&RWE Stromerzeugung ersetzen. D&RWE, das steht für Druck und Treibung mit Energie. Dazu verwenden wir auf allen Straßen, Bürgersteigen, Autobahnen sowie Fußgängerzonen eine spezielle Beschichtung. Durch die entstehende Reibung und den ausgeübten Druck der Autoreifen auf die Straße entsteht Energie. Diese Energie wird von unserer speziellen Beschichtung aufgenommen. Die aufgenommene Energie wird dann zu dem Stromnetz weitergeleitet und die Haushalte werden mit Strom versorgt. Zudem ist nicht der einzige Vorteil der speziellen Beschichtung die Energieaufnahme, nein. Er ist außerdem schallabsorbierend und hält viele Jahre. Nie mehr Lärmbelästigung durch Autos. Unser Konzept ist kostengünstig, umweltfreundlich und CO2-neutral. Neben Solaranlagen, Wasserkraftwerken und Windrädern gibt es nun die neue D&RWE Stromerzeugung. Sie wollen etwas für die Umwelt tun? Ins Auto setzen, losfahren, Energie gewinnen. Weitere Infos unter www.d&rwe.de.